Ich beschütze den Jarl, ganz gleich, wer es ist. Der Friedhof von Falkenring erinnert uns daran, dass der Krieg hier kein Unbekannter ist. Im Namen des Jarl, keine Bewegung! Schlaues Mädel, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen, sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der... Ehe von Rifton ist vielleicht sogar etwas für mich. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Stahl ist gut. Loyal. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen?
Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Göttern. Dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen das... Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer angefacht. Setzt euch... Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhaft... Ja? Tragt ein Lied im Herzen, um den... Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Ich danke euch. Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Tja, ich habe das alles nie so richtig verstanden. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie. Komm. Fremdlinge wie ihr bringen den Krieg. Ich habe genug vom Krieg. Der Gott Arkai war einst wie wir, gebunden an die sich windende Sterblichkeit. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen können. Durch die Ebbe und Flut dieser kosmischen Gezeiten finden wir Erneuerung. Und schließlich Frieden. Möge der Geist von Lavinia und allen, die diese Welt und ihr Leid verlassen haben, den heiteren Gleichmut von Aetherius kennenlernen. Und mögen wir eines Tages in der Ewigkeit wieder mit ihnen vereint werden. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. Ah, Berits Asche. Er war ein guter Mann. Nicht viele Krieger erreichen ein reifes, hohes Alter. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühen. Ja, nach dem großen Krieg habe ich Arkais Licht gesehen. So viele sind durch meine Hand, durch meine Magie gestorben. Ich habe Glück, dass Kust und die Menschen von Falkenring mich als einen der ihren akzeptiert haben. Könntet ihr einem alten Elf einen Gefallen tun? Ich habe mein Tagebuch bei der Erforschung einer Höhle verloren. Ich bezahle euch auch, wenn ihr es mir zurückbringt. Arkai segne euch für eure Hilfe. Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig.
obermherziger Arkai, nein. Kust ist mein Assistent. Er hilft mir, die Grabsteine zu pflegen und unseren Friedhof sauber zu halten, wie es sich für einen Ort der Eine Ruhe traurige gehört. Zeit. Dieses Tagebuch bedeutet mir viel. Ehrliches Geld Geschichte. Für ehrliche Arbeit. Unsere Tochter, unser kleines Mädchen, die hat ihren 10. Winter nicht erlebt. Sie wurde... Er hat sie in Stücke gerissen. Wie ein Tiger ein Reh. Wir haben kaum genug gefunden, um sie zu begraben. Sinding. Er kam zum Arbeiten. Wirkte wie ein anständiger Mann. Wir halten ihn unter Verschluss, während wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Wenn ihr euch zutraut, ihn ansehen zu können... Was könnte einen Mann dazu treiben, so etwas zu tun? Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Mein Mann Matthias und ich betreiben den Totenlichthof. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Dies ist eine Ode an Himmelsrand. Willkommen im Todmannstrunk. Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang und kommt. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Doch.
Island ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Kust ist verantwortlich. Krieg ist für Falkenring nichts Neues. Ihr braucht nur auf unseren Friedhof zu gehen, um euch davon zu überzeugen. Was gibt's denn? Thank you.
Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Vater. Muss mir helfen.
Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dann mal los. Wie kann ich euch dienen, Tane? Geht ihr voran?